Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Dragon Quest Monsters 2. Ich bin DC Steve und... Ah ja, Let's Play Retrowelt. Tja, wir wollen herausfinden, ob wir einen gewissen Boss in der Piratenwelt schaffen. Wir haben den ja mal offscreen vor 10 Parts oder so mal probiert. Ich glaube, war 10... das mal offscreen, ja? Ja. Geil. Ja, da schauen wir mal nach, ne? Aber ich denke mal, wir müssen es eigentlich schaffen. Also wir haben den Onscreen auf jeden Fall noch nicht, Onscreen ist ja noch nicht gezeigt. Nur von geredet. Ja. War doch hier, oder? Genau. Genau. Wir speichern einmal. Genau. Und dann geht's los. Dicke, genoppte Tentakel. Tauchen aus dem Wasser auf. Aus dem Strudel. Bam. Das Vieh ist ein ziemlich hohes Level, ne? Der war irgendwie Level 40 oder so. Und der hat uns beim letzten Mal sozusagen mit einem Schlag platt gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen können, aber unser Team ist mittlerweile mindestens doppelt so gut, wenn nicht sogar noch besser. Ja, beim letzten Mal haben wir irgendwie 4 Schaden gemacht oder so, ne? Und er macht nichts gegen uns. Ich denke mal, wir sollten ihn diesmal problemlos platthauen. Er hat natürlich ein paar tausend Trefferpunkte, ne? Also. Wie sich das halt für einen... für einen Japan-RPG-Boss gehört. Ja. Nein! Nein! Und er hat auch einen unserer Leute verwirrt. Kannst du die Verwirrung irgendwie kurieren? Ich habe kein Item dafür. Das ist bestimmt eins dafür, dass es bei dem Scheiß in der blöden Kammer. Oh oh. Weißt du, das Krasse ist, Verwirrung ist in diesem Spiel noch viel schlimmer als in Pokémon. Ich weiß, ich weiß. Wir hätten den Kampf problemlos schaffen können. Der macht aber ganz schön Schaden noch. Hat der gerade über 120 gemacht? Ja. Krasse Scheiße. Okay, sagen wir es mal so. Es ist auf jeden Fall schon besser geworden, aber... wir machen zwar Schaden, aber er macht immer noch Schaden. Unsere Defense ist einfach zu beschissen von unseren Monstern. Wenn er Evil mit einem Schlag umhaut, haben wir auf jeden Fall ein Problem. Ja, ja gut, das können wir sein lassen, den Kampf. Ja, das leider. Das ist dann wirklich, ja. 103 Schaden. Sonst. Ja, der kann halt eine Attacke, die uns alle angreift und. Ja. Und 100 auf jeden macht. Wow. Dann schauen wir aber trotzdem nochmal zurück in die andere Welt. Da gab es ja noch ein Dungeon, das wir. Also eigentlich wollte ich jetzt zuerst nochmal. Aber. Breeden, aber. Nee, wir können ja das gleich machen. Ich denke mal, solange wir noch ein halbwegs sinnvolles Team haben, können wir zumindest mal reinschauen, ob wir es schaffen können. Ich meine, dieser Oktopus hier zeigt uns ja... dass optionale Sachen in diesem Spiel sehr krass sind, ja? Ja. Genau, du kannst ja dann direkt von hier aus in die Eiswelt gehen. So, jetzt ist ja das überhaupt insgesamt weg. Das heißt, wir können einfach direkt nach links. Wir können jetzt einfach übers Wasser, ne? Genau. Tidy Metal. Schade. So, 210 Gold ist aber auch ordentlich. Wahnsinn, wie wir gerade weggeklatscht wurden. Und das, obwohl unsere Leute schon über Level 20 sind. Ja. Über Level 20. Das ist in diesem Spiel ziemlich viel. Es ist ziemlich viel, wenn sie nur auf Level 40 steigen können, ja. Also. Wildziege. Haben wir die hier schon gesehen? Nee, ich glaube nicht. Gotagon. Wow, er macht was Sinnvolles. Aber wir brauchen für diese Random Gen auf keinen Fall Skills. Evil liebt es, seinen Fire Slash oder also das Feuerschwert oder das Blitzschwert einzusetzen. Das kann er tun. Und Computer sagt nein. Computer sagt immer ja. Computer sagt nein.
Computer sagt nein. Ich glaube, das kennen jetzt aber auch nicht so viele Leute. Weiß ich nicht, wie bekannt Little Britain ist. Ja, ich meine, das kam auf Comedy Central, ne? Und es gibt genügend Leute, die einfach nur zu Hause rumhängen und sowieso nichts. Hier kann man sich Golems einfach so fangen. The fuck? Das ist irgendwie ein bisschen beeindruckend, wenn das davor ein Endgegner war. Ja. Und ein, da und du, nicht darum, durum, Gott. Wie ist der noch? Aurum. Aurum. Ja, mit Aurum kann man sich, glaube ich, auch ein paar nette Sachen paaren. Boah, die Erfahrungspunkte. Das sind ordentliche Erfahrungspunkte, ja. Oh, Bearland B-Attack. Charge up. B-Attack wird entweder Multi oder Doppel sein. Ich weiß es nicht. Ey, das macht dir bestimmt ordentlich Schaden. Evil ist fast tot. Müssen wir mal drauf achten, wie viel wir kriegen. Ich denke 10. Ich will noch nicht hoch. Ja, das glaube ich dir. Ich würde auch erstmal hinten weitergehen. Können wir jetzt hier eigentlich fliegen? Ja. Ja. Oh, wir bekommen natürlich die Wolke. Jindu Jun. Es ist halt vom Drängenballmacher mit, ne? Terra ist reinen Herzens. Deswegen ging sie erstmal ein paar Leute beklauen. Hier gibt's die Pumpe. Ich war vorhin Boss. Okay, vorhin ist wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie du das dann ausstrahlst, auch schon wieder ein paar Tage oder sogar eine Woche her. Ja. Also für uns ist es sogar schon ein paar Tage her. Ja. Aber vorhin im Spiel gesehen. Ja. Spielzeit ist vielleicht eine Stunde vergangen. Er kommt einfach so mit. Oh nein! Du hast vergessen, deine Monster einzuschläfern. Hausslime, braucht man den? Nein. Jetzt können wir ihn sogar richtig Golem nennen, ne? Ja. Und nicht Golem. Ist schon echt witzig, was ein Buchstabe mehr alles ausmacht. Ja. Wollen wir mal nehmen? Level 32. Ja, das sind sogar ganz in Ordnung, ne? Ja, das sind ausgeglichene Werte. Und er ist ein Smug. Ha, witzig. Also ein Snob. Unser arrogantes Stück Golem. Draco-Bait, das klingt gut. Guck mal nach, was dieser Drachengürtel macht. Ja, das ist gut. Oh Gott. Oh. Was für ein sinnloser Raum. Und dieser Raum zwingt uns auch einfach nur dazu, viel zu fliegen. Ja. Ja. Wo war jetzt... Voll das Rätsel hier, ne? Was? Oh nein! Na, so funktioniert das nicht. Wirklich? Du hast schon den ganzen Weg gehen müssen. Das Spiel ja. Ist den Spieler zu stressen. Nein, das war falsch. Ja, da wirst du nicht weiterkommen. Ja gut, das ist ein sehr anspruchsvolles Rätsel. Ja. Anspruchsvoll für die Nerven. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir nicht reingegangen sind. Nee, halt, wir konnten ja gar nicht reingehen. Warum wurde uns ja automatisch zurückteleportiert? Warte mal, das bringt uns gar nichts, jetzt hier zu sein. Warum nicht? Weil wir dann zurückgestoßen werden? Wirklich? Ja. Ja. Ja, du musst da runter, ne? Auf das andere. Nee, da wirst du auch zurückgestoßen, ich oder? Auch Warte, ich glaube, ich weiß, wo wir müssen. Warte mal. Wo? Wir müssten aber hier hin. Dorthin, wo das hier ist. Oh. Du kannst sie natürlich zertrümmern. Tja, wir müssen ja alle VMs anwenden, ne? Die wir haben. Der Raum ist echt so geil. Ja. Und um in den hinteren Teil des Raumes zu gelangen, müsst ihr erst ein Rätsel überstehen. Das sind schon echt krasse Schadenswerte von den wilden Monstern hier. 16? 50 an Snide. Naja, bei Snide. Bei Bär 57? Oh Mann. Na gut.
Ich würde das jetzt nicht als wenig bezeichnen. Du hast tatsächlich recht, dass wir demnächst auf jeden Fall breeden müssen. Also, das hat. Also, ich möchte keine weiteren Tore eigentlich so machen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, wir werden schon durchkommen, ne? Aber. Ja, denke ich auch. Also. Oh je, mehr Zeug zu erkunden. Ich sag dir, das Spiel ist groß. Aber die Räume sind klein. Tja, da werden wir wohl nicht hinkommen, ne? Außer du hast einen Enterhaken, mit dem du die Wir Steine können noch weiter unten öffnen kannst. links, wir müssen von unten links kommen. Ja. Aber wieso das heißt, wenn man gespoilert wird, ja? Na gut, du siehst halt einfach, dass du durch eine der drei Treppen. Verdammt, Mann! Jetzt sind wir für diesen Raum gemappt! Was soll der Bullshit? Ach, das ist Ja. einfach nur Schadensfeld. Ach. Ja. Und sie führen auch noch alle zum selben Ort. Es ist. Warum? Ja, Warum? also Drei das. Treppen zum selben Ort. Also das ist wirklich eine Kritik, muss man sagen. Das Mapping der Dungeons, also der Random, also dieser Dungeon ist teilweise sehr, sehr. Ich weiß nicht. Die haben es wahrscheinlich einen Bot mappen lassen. Hat das ein Praktikant gemacht oder so? Ein Praktikant oder ein Fan? Also ich behaupte mal, dass denn. Also, dass der von Game Design nicht so viel Ahnung hatte, der es gemacht hat. Zumindest von Level Design, also. Ja, genau, Level Design. Also Level Design war auf keinen Fall seine Stärke. Also, Level sollten nicht so aussehen. Und wenn es drei Treppen gibt, dann sollten die zumindest alle überall an unterschiedliche Orte führen, ne? Ja. Das. Ey, ich komme mir gerade so vor wie in so einem Trash-Spiel, ja. Ihr seht, wir sind keine Fanboys oder so, wir kritisieren auch. Ja, du darfst aussuchen. Wir kommen wahrscheinlich eh in den gleichen Ja, ich Raum. würde gerade sagen, es macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Ja. Verdammt, so blöd. Ich hätte einfach so trümmern können. Ja, aber egal, haben wir noch mal ein Oh paar Schadenspunkte Gott. Wie Evil schon etwas tot ist. Okay, Snite ist schneller als die Argums. Das kann man sich merken nochmal. Egg Devil. Kriegen Die Teufel AG. hier so Schaden rein. Dafür geben die Gegner auch ordentlich Erfahrungspunkte. Oh, Das ist Second. wahrscheinlich ein. Wer zum Teufel hat jetzt Sacrifice eingesetzt? Der Gegner? Ja. Okay. Oh Mann, ey. Ich möchte breeden. Ich möchte breeden. Wir gucken uns das Dungeon hier noch an und. Ja, natürlich, aber. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Brave Cape. Der gute alte Tapfermantel. Okay, also Fähigkeiten können nicht versiegelt werden. Ich Das ist würde. geil. Ja. Das ist richtig geil. Smart Book. Tja, Taschenbuch. damit können wir uns das smart machen, ne? Ich finde, das ist ein Taschenbuch, ne? Aber das übersetzt, oder? Ne, das wäre dein Pocket, ne? Das Smart Buch macht ein Monster wahrscheinlich schon clever, ne? Naja, wahrscheinlich wieder abhängig davon, was die Ausgangslage ist. Ja, Wir teilweise haben muss da ja im man. ersten Teil auch sehr viel rumexperimentiert, bis wir dann irgendwann mal die perfekten Wesen hatten. Das war eigentlich schon ziemlich cool. So. Ja, dann ist da ja noch eine Die Treppe, mehrere ne? Truhen, die mehreren Treppen sind wirklich nur dazu da, um den Damit man. Schaden aus dem Weg zu gehen. Und Ja. das ist echt. Das ist nicht schön. Mö, ist es nicht. Ja. Ich möchte es nach oben gucken. Ja. Haben wir wieder gespoilert? So was muss man sagen, kann man ruhig machen, ne? Mal so ein bisschen. Ach ja, das ist schon okay, ne? Ich meine, für so einen sinnlosen Nebendungeon. Ich frag mich, was hier der Boss ist. Oh, wahrscheinlich vielleicht der Evil Master. Der Puppet Master. Puppetmon.
Die Puppe sieht aber echt aus wie Puppet Mann. Was ja geil ist, was viele glaube ich nicht wissen, das Mädchen, was dort die, warte, was war denn das? Ich bin mir nicht ganz sicher, welches das ist. Ob es die Kakteen war oder ob es das war mit dem Vogel. Mhm. Was das ist, was den Vogel hat. Jedes Digimon kann ja sowohl sich in der Serum-Richtung entwickeln, aber als auch in eine Virus-Richtung. Ja. Sieht man ja zum Beispiel bei Greymon und Skull Greymon, ja. Und das Lustige ist, dass Puppetmon die Weiterentwicklung von eins dieser beiden Monster ist, dieser Mädchen. Nur die Evil-Form. The fuck? Ja. Jetzt überlege ich gerade, ja, die eine hatte einen Kaktus und die andere hatte einen Vogel. Genau, oder? Und einer von den beiden, ich bin gerade nicht sicher von welchem. Wahrscheinlich eher der Kaktus, auch wenn es bei beiden keine Und zwar gibt. Ist es so, dass es nämlich, es gibt doch diesen einen Baum, den man mal sieht, so einen kleinen Baum. Ja. Und dieser kleine Baum entwickelt sich tatsächlich zu Cherrymon. Das ist also alter große Baum, der wohl von Puppetmon getötet wird. Und das ist das Ultra-Level von Puppetmon. Fuck, wie sollst du da rüberkommen? Ich weiß schon wie. Hier muss man das jetzt map-übergreifend machen. Ach so, nett. Ich hab's schon gesehen, wo es ist. Wenn du... Da kam ja was aus dem Stein. Vereistes Futter. So, ich hoffe, dass es jetzt hier rüber ging. Ja. Und hier ist es. Also jetzt geradeaus zu. Genau. Hier gibt's auch Mandragora. Also ja, das Mandragora und dieser Topf, ja, die beiden. Weißt du, das waren noch meine beiden letzten Monster. Für Mandragora oder. Nee, für den Topf bekommt man noch einen Tipp an sich im Spiel. Ja. Aber für Mandragora nicht. Aber dann gar musst nicht. Du einfach nur mit der Tanzmöhre paaren, oder? War das nicht? Ja, genau, und wie Pflanze plus Tanzmöhre oder so. Also eigentlich relativ simpel. Aber es gibt halt keine Information diesbezüglich im Spiel. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass ich mir, als ich es erstmal gespielt habe, sozusagen wirklich richtig blind, auf jeden Fall auch Mandragora gepaart habe. Jetzt bist du genau ein falsches gewesen. Fuck, und so gibt es Probleme, weil dort nämlich ein Stein sein wird, ja. Ja, ach. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Siehst du, wir müssen quasi... Okay, ja, okay, ich weiß jetzt wie. Obwohl, die Rätsel muss sein, finde ich wieder ganz cool hier. Es ist halt ein bisschen blöd gemacht, dass man immer so weit zurückgehen muss, ja. Aber grundsätzlich finde ich so die Art der Rätsel hier ganz nett. Kann man ein bisschen Spielzeit strecken. Ja, klar. Im Endeffekt sind das fast aber immer Rätsel, wenn man ehrlich ist. Wie die Spielzeit strecken. Oder wie meinst du das jetzt? Na, also häufig sind Rätsel so ein bisschen Spielzeit strecken. Aber ich finde, dass es hier vernünftig gemacht ist. Also ich finde, dass man muss hier gerade ein bisschen nachdenken und so. Schon okay. Man muss zumindest den Überblick behalten. Die Weinring und der Meteor. Das klingt beides ziemlich gut. Achso, das ja. Meteor-Orb, nein, das ist. Ja, kennen wir ja schon. Das bessere Filet. Genau. Cool, cool. Wusste ich gar nicht, dass. Achso, wahrscheinlich sind's. Wahrscheinlich braucht man mehrere Schritte für einen MP, oder? Restores MP by one on every. Nein! Für jeden Schritt, den man macht, für jeden. Ja, deswegen meine ich ja, normal regeneriert man weniger MP. Ja. Ich will jetzt nicht runterspringen, weil wir noch nach links wollen. Oder was passiert? Ja, aber ich denke, dass wir gleich wieder draußen, wa? Gut, zu Beginn des nächsten Parts sehen wir uns dann nochmal auf einer höheren Ebene. Wir werden noch an die Truhen rankommen. Genau. Dann, ich war DSD Steve und... Euer Let's Play Retro World. Wir würden uns immer einen netten Kommentar und Daumen herumfreuen. Tschö, tschö.